Hallo Kackbratzen. Die frühen 2000er Jahre, und damit meine ich vor allem die Zeit der PS2, waren wohl die experimentellsten Perioden in der Geschichte der Videospiele. Nicht, dass es auch zum Beispiel auch auf der PS1 nicht schon sehr, sehr, sehr merkwürdige Spiele gab, aber die Power der PS2 brachte alles nochmal auf ein ganz neues Level. Spielkonzepte schienen keine Grenzen zu haben, wie auch die Fantasie der Entwickler, und es gab ein Füllhorn an Spielen, von denen wir nicht mal in unseren schlimmsten Fieberträumen geträumt haben. Leider wurden die meisten dieser Perlen nur in Japan veröffentlicht und nur wenige schafften es in den Westen, vermutlich weil man dachte, dass außerhalb Japan sowas wie Humor noch nicht erfunden wurde, wobei manche Spiele auch hart an der Grenze des guten Geschmacks und gesellschaftlichen Konventionen vorbeischrammten. Ach ja, Japan ist das wahre Land der begrenzten Unmöglichkeiten. Einen wahren Schatz an Absurditäten bietete seit jeher die sogenannte Simple-Serie aus dem Hause D3 Publisher. Nicht immer waren es schreckliche Gurken ohne wirklichen Gameplay, die zumindest für einen Lacher sorgten, sondern unter den Low-Cost-Spielen gab es durchaus einige gute Perlen wie etwa Onechanbara. Heute wollen wir aber über ein anderes Spiel sprechen, das eher in die Kategorie schlüpfriges Gameplay und Mädchen mit sehr viel Holz vor der Hütte passt, die Spezialität der Simple-Serie. In Kamurakozu, das im Jahr 2004 für die PS2 veröffentlicht wurde, schlüpfen wir, wie der japanische Titel schon vermuten lässt, in die Rolle eines passionierten Fotografenlehrlings. Anstatt nun wie in vielen anderen sehr japanischen Spielen, in denen wir nur als Nebenaufgabe Fotos von unserer Umwelt und anderen teils sehr pikanten Details Fotos machen können, konzentriert sich Kamurakozu komplett auf das Kernelement, und somit schuf man eine durchaus respektable Fotografensimulation mit einem sehr ansprechenden Gameplay. Bei uns im Westen erhielt das Spiel den Namen Paparazzi, und meiner Meinung nach ist dies eine ziemlich unfaire Benennung, da wir uns weder in Büschen verstecken, noch sonst irgendwie uns durch die Gegend schleichen werden, um Fotos von ganz anderen Büschen zu knipsen. In Kamurakozu dürfen wir ganz offiziell und mit Erlaubnis Fotos von unseren Mädchen machen, was verständlicherweise einen höllenweiten Unterschied bedeutet. Erstens geben uns die geplanten Fotosession einen ganz formellen Rahmen, und zweitens bestraft einen das Spiel sogar, wenn man mal ganz aus Versehen den Damen unter den Rock fotografiert oder nur Großaufnahmen von wackelnden Titten schießt. Und gerade wackelfreie Aufnahmen zu knipsen ist nicht gerade ein Kinderspiel, denn Kamurakozu ist nicht etwa ein Pokémon-Snap, sondern eben ein waschechter Fotografensimulator mit all den Fallstricken, die die professionelle Fotografie mit sich bringt. Die Story ist im Prinzip schnell erklärt. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines jungen Burschen, der nichts anderes im Kopf hat als seine drei Traummädchen, darunter auch das Maskottchen der Simple-Serie namens Riho Futaba, die wir auch schon in Demolition Girl gesehen haben. Für unseren schmierigen Helden gibt es keinen größeren Traum, als mit seinen Idolen auf Tuchfühlung zu gehen, und da das nicht unbedingt möglich ist, dann wenigstens mal ganz nah an sie heranzukommen. Zum Glück hat er mit Akira einen noch schmierigeren Freund, der zufälligerweise Fotograf ist und gerade dabei ist, sein Equipment aufzufrischen. Er schenkt uns also seine alte klebrige Kamera und erzählt uns, dass tatsächlich ein öffentliches Fotoshooting mit seinen drei Busenwundern veranstaltet wird, bei dem er gleich mal sein Können als brandneuer Fotografenlehrling unter Beweis stellen kann. Wer weiß, vielleicht gewinnt man am Ende sogar nicht nur viel Ruhm und Ehre, sondern sogar den großen Fotografen-Ehrenpreis und das Herz der Angebeteten. Das lassen wir uns verständlicherweise nicht zweimal sagen, packen uns die Kamera und wählen zu Beginn des Spiels unsere Lieblingsmöpse und wählen unser Lieblingsmodell aus, mit der wir unsere Karriere als Spitzenhöschenfotograf starten wollen. Bevor ihr jetzt sabbernd in Romhausen nach einer gut erhaltenen Sicherheitskopie sucht, muss ich euch leider mitteilen, dass man für dieses Spiel unbedingt zwei funktionierende Hände benötigt, denn die Steuerung kann einen leichten Schmerz im Hintern auslösen, da die Analogknüppel äußerst sensibel eingestellt sind und man auch beim leichtesten Zucker die Kamera verreißen und komplett unscharfe Fotos schießen wird. Um die Kamera zu verwenden, müsst ihr zunächst den linken Analogstick am Controller so ruhig wie möglich halten, während ihr ihn in die verschiedenen Richtungen neigt. Wenn ihr zu viel am Knüppel herumwackelt, sind scharfe Bilder ein Ding der Unmöglichkeit. Das Problem lässt sich zum Glück mit der Zeit lösen, denn hat man ein oder zwei Etappen erfolgreich abgeschlossen und genügend Punkte gesammelt, hat man vielleicht genug Geld, um sich ein Stativ zu kaufen. Das schränkt vielleicht euren Bewegungsspielraum etwas ein, dafür ist aber die Kontrolle über die Kamera viel stabiler, und optional könnt ihr Ferkel auch dann den optionalen dritten Analogstick mit einbeziehen, während ihr auf den Controller sabbert.
Das Schießen der Fotos kann man der Automatik überlassen, aber Profis können jederzeit in den komplett manuellen Modus wechseln. Hier bekommt man die volle Kontrolle über die Verschlusszeit, Blende und Brennweite bis hin zum Zoom. Für mehr Flexibilität können Tele- und Weitwinkelobjektive erworben werden. Somit stellt man sicher, dass man auch noch so jede exotische Bewegung eures Modells zu jeder Zeit auf Film bannen kann. Die große Freiheit bringt aber auch eine Vielzahl von Problemen mit sich. Wir befinden uns noch in einer Zeit, in der die digitale Fotografie noch ein wenig in den Kinderschuhen steckte. Da wir mit einer analogen Kamera fotografieren, haben wir keine digitale Vorschau unseres Motivs. Ihr könnt also auch noch die größten Kunstwerke knipsen, aber am Ende wird das Ergebnis dann doch eiskalt euren Traum des Profifotografens ausradieren. Fotos können nicht nur unscharf sein. Mitunter hat man die Tiefenschärfe nicht richtig berechnet und ein anderes Objekt in den Fokus gesetzt, oder man hat das Bild nicht richtig belichtet. All das verschafft euch einen erheblichen Punktabzug. Aber auch hierfür gibt es eine Lösung. Wer genug Punkte sammelt, kann sich irgendwann verschiedene Retusche-Werkzeuge erwerben, mit denen man dann Dinge wie Kameraverwacklungen, unscharfe Bilder oder Über- und Unterbelichtung korrigieren kann. Sobald man sich diese Hilfsmittel leisten kann, wird der manuelle Modus viel weniger riskant. Allerdings wird man etliche Stunden in das Spiel versenken müssen, bis man überhaupt genug Punkte gesammelt hat. Da wir nun den theoretischen Teil überstanden haben, können wir nun zum praktischen Part übergehen. Das Fotoshooting. Was will ich von dir sehen heute? Power! Jedes Level in Kamerakosu bietet euch einige Ziele, die ihr erreichen müsst. Diese variieren im Laufe des Spiels recht stark. In einigen Fällen muss man lediglich eine bestimmte Anzahl von Punkten erreichen, indem man ausreichend Fotos in ausreichender Qualität aufnimmt, und in anderen Fällen hat man entweder nur den manuellen Modus zur Verfügung oder man muss das Modell an einem bestimmten Ort oder in einer bestimmten Pose fotografieren. Die Aufgaben sind nicht immer ein Zuckerschlecken, aber zumindest lässt euch das Spiel nach einem jedem Level abspeichern, damit man nach einem Fehlschlag einen erneuten Versuch starten kann. Zu Beginn ist der Schwierigkeitsgrad noch harmlos, da sich das Modell automatisch in verschiedene Posen versetzen wird und man mit dem Automatikmodus der Kamera sehr schnell und einfach losknipsen kann. Bevor es losgeht, muss man nur seine Position einnehmen. Das Spiel lässt hier einem sehr viel Freiheit, allerdings sollte man sich hierfür nicht unbedingt alle Zeit der Welt nehmen, da man auch nur 5 Minuten für ein Fotoshooting zur Verfügung hat. Der Zeitdruck ist wohl der größte Gegner im Spiel, da man hier kaum genug Zeit für künstlerisch wertvolle Arbeit hat. Das wird im Verlauf allerdings noch schlimmer, da man den Models dann selbst Anweisungen geben muss, wie sie sich vor der Kamera zu verhalten haben, und natürlich ist das einfacher gesagt als getan. Damit die hohlen Fritten überhaupt auf unsere Anfragen antworten, müssen sie erstmal auf uns aufmerksam gemacht werden. Hierzu kann man ihnen entweder zuwinken, ihnen etwas zurufen und im schlimmsten Fall muss man selbst vor der Kamera auf- und abhüpfen. Und jedes Mal wird man ein kleines Minispiel erfolgreich meistern. Für die Tanzeinlagen gilt es in schneller Abfolge ein paar Tasten in einer Art Quicktime-Event zu absolvieren, während man beim Zurufen eine Anzeige in einer bestimmten Zone halten muss. Ein kleines Herzsymbol wird euch dann darauf aufmerksam machen, ob euer Balzverhalten Erfolg hatte, und man kann endlich mit seinen Befehlen loslegen. Man sollte hier so viele Aufmerksamkeitspunkte wie möglich sammeln, denn je mehr Punkte man hat, desto ausgefeiltere Befehle kann man seinen Damen geben. Ein einfacher Zuruf wird auch nur wenige Punkte kosten, während eine Aufforderung, dass euer Mädel für euch tanzen, einen Kuss zu werfen oder sich in eine äußerst sexy Pose versetzen soll, euch dementsprechend viele Punkte kosten wird. Man muss hier sehr viel Einfühlungsvermögen haben und seine Befehle auch rechtzeitig und sorgfältig wählen, während man immer noch mit der Zeit kämpft, mit der man das perfekte Foto schießen muss. Ich weiß vermutlich, was ihr denkt, sofern ihr nicht schon längst abgeschaltet habt. Warum zur Hölle sollte man sich dieses Spiel zulegen? Aber ob ihr es nun glaubt oder nicht, Kamerakosu ist tatsächlich ein ziemlich fesselndes Spiel. Das Gameplay ist für ein Spiel dieser Art relativ knackig und beim ersten Blick auf das Cover würde man nie ahnen, dass sich unter der Haube ein wahrer und ziemlich schwieriger Fotografensimulator versteckt. Das Spiel selbst mag ein wenig schmierig sein und die Tittenphysik ist vielleicht ein wenig übertrieben, aber trotzdem macht Kamerakosu doch relativ viel Spaß. Die Charaktermodelle haben sehr viel Charme und natürlich noch viel mehr Holz vor der Hütte. Aber für ein Low-Cost-Spiel ist die Grafik sogar recht ansprechend und insgesamt läuft alles auch sehr, sehr flüssig. Wer lange genug dran bleibt, wird auch noch jede Pose eures Lieblings und auch noch jedes Kostüm ablichten und sauber in sein Album kleben, und am Ende wird man sogar noch ein Bonusstudio freischalten dürfen, bei der man ein wenig extra Zeit mit seinen Mädchen verbringen darf. Hier kann und sollte man nicht nur weitere Fotos schießen, sondern kann sich auch mit einer Reihe an Dialogoptionen mit ihnen unterhalten. Aber leider gibt es auch hier nur einen begrenzten Zeitrahmen. Insgesamt ist Kamerakosu sehr nischig und richtet sich wohl auch nur an sehr speziellen Videospielenthusiasten. Überraschenderweise kostet das Ding auch nicht mal viel Geld. Vor einiger Zeit konnte ich eine original versiegelte Version für gut 2 Euro ergattern.
Aber natürlich wird man auch noch für weit weniger Geld in Romhausen fündig. Neben all den großen und wabbelnden Bikini-Oberteilen wird man tatsächlich sehr viel über das Fotografieren lernen, da insbesondere die Mechanik im manuellen Modus auf der tatsächlichen Funktionsweise einer echten Kamera basiert und in ihrem Verhalten überraschend naturgetreu ist. Wie man sieht, gibt es bei mir nicht nur schlechte Spiele, eine schlechte Computerstimme und epilepsieauslösende Fuchszuckungen, sondern ihr könnt bei mir sogar noch was lernen. Wer allerdings Kamera-Kosu spielen möchte, muss vielleicht für einen Augenblick seinen guten Geschmack und Moral in den Keller sperren. Aber man darf sich auf den wohl besten Fotosimulator freuen, den es hier auf der PlayStation gegeben hat. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.